Herzlich willkommen bei Explasive TV mit der BOS WTCC, die erste Saison in diesem Jahr. Und mit mir an meiner Seite heute als Co-Kommentator, viele haben ihn mit Sicherheit schon vermisst, Christian. Hallo Christian. Hallo Tobi, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Ja, wir zelebrieren heute die Läufe. Du weißt, ich hab's mit den Läufen. Was sind das denn? Die wievielten Läufe sind das? Das sind die Läufe 7 und 8, also das vierte Wochenende der BOS WTCC und willkommen im Land des guten Biers in Tschechien. Ja? Ist das Bier wirklich so gut? Es soll gut, sagen wir so, es soll gut sein, aber ich habe noch nie tschechisches Bier getrunken, also... Ich habe so Gerüchte gehört. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, also ich glaube, ein Kollege hatte mir mal... Doch, das gibt's auch als Import. Das kann man nicht auch hier irgendwie kaufen, glaube ich. Ich weiß allerdings nicht mehr, wie es heißt. Egal. Kommen wir zum Wesentlichen. Der Mann für die Statistik bist du. Das heißt, wie sieht's aus in der Gesamtwertung nach den letzten Läufen? Ja, soll ich jetzt sagen, nichts Neues? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall in der Gesamtwertung ist guter One vorne. 87 Punkte konnte er sammeln, zuletzt ein zweiter und ein dritter Rang. Er führt vor Degen, dann Alexander Moiche auf dem dritten Platz, überraschenderweise also zwei BMWs auf den Plätzen 2 und 3, Shee mit 61 Punkten auf dem vierten, dann Lothar. Und was wir dieses Jahr hatten, wir hatten 6 Rennen und haben 4 verschiedene Sieger. Degen, Alexander Moiche konnten jeweils 2 Rennen gewinnen, Scooter One und Matt Maxa jeweils eines. Ja. So viel dazu. Wir haben ein sehr volles Fahrerfeld. 25 Fahrer sind heute wieder vertreten, nachdem einige die letzten Rennen nach dem Saisonstart nicht mitfahren konnten. Also 25 dabei, unter anderem Frenzen, Fan, Kiepe, Hatzifatzi, Acker, Dirk Hatzfeld sind heute dabei. Und normalerweise Brünn eine Strecke für Hecktriebler, sprich für BMWs. Jetzt gerade das Qualifying ist um und Matt führt vor Matt. Nee, wie heißt er? Max Saar, genau, so hat er sich, er heißt ja nicht mal Matt Max Saar, sondern Matt vor Matt, Max Saar, Mensch, das kriege ich nie auf die Reihe. Und dritter ist dann Degen, der einzige, naja, nicht der einzige Hecktriebler. Ich glaube, wir haben noch auf Platz 10 Alexander Moiche, da komme ich noch. Also auf 4 haben wir dann Scooter One, den führenden in der Meisterschaft und bis Platz 10, oder bis Platz 9, wie sagt man das? Keine Ahnung. Jedenfalls der 10-platzierte Alexander Moiche, dann der zweite Hecktriebler in den Top 10. Wir haben auch noch Sven 80, der jetzt auf Volvo gewechselt hat, deswegen all seine Meisterschaftspunkte verloren hat. Er war eigentlich gut unterwegs, aber er sagt, hey, ich will doch lieber Volvo fahren. Hat jetzt keine Meisterschaftspunkte, fängt bei 0 an. Er jedenfalls der einzige Fronttriebler, der nicht von Seat gestellt ist, gestellt wurde, also ein Volvo und dann haben wir wie gesagt noch 2 BMWs und der Rest alles Seats in den Top 10. Danach sieht es ein bisschen bunter aus, Honda haben wir dabei und natürlich Chevrolet Lassetti. Chevrolets haben wir heute auch jede Menge, wie gesagt, wir können uns das gerne mal anschauen. Das stimmt natürlich jetzt hier nicht mehr ganz, weil schon ein paar eine Zeit gefahren sind. Na gut, Pacecar hier im Chevrolet Lassetti, dann haben wir die nächsten, hier zum Beispiel Foxfire im Honda. Wobei, die nächsten BMWs können wir natürlich auch noch erwähnen. Alexander Moiche und Lothar. Alexander Moiche, wie gesagt, auf 10. Lothar direkt dahinter auf 11. Dann, wie gesagt, Foxfire im Honda auf 13. Andy. Und hier haben wir dann die Chevys, nämlich Luke und Hatzifatzi. Dann den nächsten Honda, nämlich Emma der Helge. Jones 76 dabei. Dann DRM haben wir wieder dabei. Muster aussetzen. Jetzt kommt die dämliche Musik wieder, die ich immer noch nicht ausgestellt habe. Ja, wenn wir demnächst mal ein Nesca-Rennen haben, dann würde das passen. Wunderbar. Ja, vor allem die Musik zieht sich echt lang. Das ist unnormal. Ja, DAM, der nächste Chevrolet-Fahrer. Ich komme hier gar nicht zu Wort. Muss diese Sounds deaktivieren. Ah, gut. So. Musst du definitiv tun, aber ich aber auch so. Ah, Hilfe. So, jetzt sind meine Ohren auf jeden Fall freigepustet. Genau, DRM auf Platz 17,
auch wenn er hier auf 18 steht, lange nicht dabei gewesen. Heute kann er wieder teilnehmen. Dann Pacecar auf der 19. Ne, Quatsch, jetzt ist ja die richtige Reihenfolge. Also der immer auf 18. Pacecar auf der 19 im nächsten Chevy. Dann haben wir zwei Hondas, nämlich Sven und Mirko. Und dann Stefan Dänecke, das ist Kiepe, der ist dabei. Der hatte lange Zeit, ich glaube, Probleme mit seinem Rechner, Lenkrad. Irgendwas war da, Hardware-Defekt. Und jetzt kann er wieder mitfahren. Beziehungsweise sein erstes Rennen in dieser Saison überhaupt. Nachdem er in den letzten beiden Seasons, oder zumindest in der letzten Saison, mitgefahren ist. Fährt wieder den Volvo Genian Parts. Und dann haben wir noch Butze auf der 23, auf der 24 der nächste Honda, nämlich Sashi. Und dann hinter uns, weil er erst spät gejoint ist und nicht am Quali teilnehmen konnte, Frenzenfan hier im Seat startet gleich von der 25. Position. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ins Rennen rein. Und wir sind jetzt gerade noch in der Recon Lab, dann geht es ja in die Startaufstellung, dann die Warm-Up-Runde und dann gehen wir nochmal ganz in Ruhe die Startaufstellung durch. Dann haben wir noch eine ganze Runde Zeit. Rundenzeiten hier habe ich gesehen, 2 Minuten, also ziemlich lange, wenn ich das richtig gesehen habe. Das hast du richtig gesehen, was aber auch an der Strecke liegt. Die Strecke ist, wenn ich das nach Monza die zweitlängste überhaupt im Rennkalender der BOS WTCT, 5,403 Kilometer lang, ist diese Berg- und Talachterbahn in Tschechien. Wie ich finde, ein sehr, sehr schöner Kurs mit sehr vielen Eigenheiten und vor allen Dingen verdammt zügig ist man da unterwegs, auch gerade mit den WTCT-Fahrzeugen. Kurz gesagt, es erwarten uns 10 Runden in beiden Rennen, also 20 Runden, 40 Minuten Rennsport-Action pur und ich bin mir sicher, wir werden das eine oder andere schöne Manöver, das eine oder andere spannende Duell sehen. Ja, da bin ich mir auch recht sicher. Gerade bei diesem Fahrrad. Übrigens, Tobi, weißt du, wer hier... Tobi, meine Lieblingsfrage immer. Weißt du, wer hier den Rundenrekord hält? In der WTCC? Brünn. Nee, allgemein, den absoluten Rundenrekord. Allgemein, das kann ja nur... Was fährt denn hier noch? Also DTM, oder? DTM ist hier gefahren, ja. Ja, also wenn du mir sagst, dass DTM die schnellste Serie ist, die hier fährt, dann würde ich einfach mal auf Bernd Schneider tippen. Ja, du liegst aber falsch, denn es gab mal Testfahrten hier eines gewissen David Coulter, der hat ein 36,8 im McLaren F1 hier die beste Zeit aufnimmt. So kann man dich auch einfach ganz einfach aufs Grundeis führen, ich bin begeistert. Und ja, freue mich jetzt aufs Rennen. Ich hoffe, ich komme zu Wort, dass nicht Tobi schon wieder allen ein Kotelett ans Ohr labert. Ach, ich doch nicht. Nein. Ja, weißt du, du warst so lange nicht da und ich musste es oft genug alleine machen. Ich muss mich da auch erst dran gewöhnen. Ja, ich merke das schon. So, das Feld sortiert sich jetzt ein. Was mich jetzt ein wenig irritiert... ist, warum? Ja? Ah, okay. Ich war gerade... Okay, jetzt weiß ich auch warum. Ich war nämlich nicht auf der... im Realzeit drin. Kein Wunder. Ich habe mich nicht gewundert, warum auf dem Stream... das bin eher da, war als bei mir im Spiel. Ja, das ist die berüchtigte Replay-Funktion hier in dem Spiel, was R-Factor natürlich auch einzigartig macht. Dass es hier... halt... möglich ist, live quasi das Replay einzuschalten. So, wir gehen jetzt die Startaufstellung durch, haben ein bisschen mehr Zeit auf dieser langen Strecke, deswegen fahren wir auch nur 10 Runden, aber wir gehen jetzt einfach mal durch die Startaufstellung, wie sie gleich hier losfahren. Matt auf der 1, Max sah auf der 2, also vorne 2 Seats. Dann der erste BMW, der heckgetriebene E92, nämlich gefahren von Degen. Scooter One auf der 4, auf der 5. Shea. Man kann ja nicht mehr sagen, dass er Rookie ist. Also mittlerweile gehört er zum alten Eisen, oder? Also schon seine zweite Saison und beständig vorne dabei. Shea auf der 5, wie gesagt, auf der 6. Jörg Vogel. Also er kommt hier immer besser klar, zumindest auf der Strecke jetzt. Jörg Vogel auf der 6. Position. Auf der 7 Sven 80, hier neu in seinem Volvo Duracell. Mal gucken, ob ihn das schneller macht. Quasi hybrid angetrieben. Haha. Ja, Peter Grau auf der 8. Position. Auf der 9 Executioner. Wobei vielleicht nochmal ein Wort zu Peter Grau.
Bestes Quali-Ergebnis bis jetzt in dieser Saison. Dann Executioner auf der 9, wie gesagt, Alexander Molche auf der 10 komplettiert unsere Top 10. Auf der 11 Lothar, auf der 12 Foxfire, auf der 13 haben wir Andy. Auf der 14 Luke, auf der 15 Dirk Hatzfeld, aka Zifazi, fährt hier im Chevrolet. Den haben wir auch noch nicht gesehen. Dann haben wir, wo war ich stehen geblieben? Ach genau, auf der 15, auf der 16 Emma der Helge, auf der 17 Jones, 76, auf der 18 DRM, auf der 19 Pacecar. 20. ist Sven, 21 Mirko, 22, oh, Dennecke, der sich hier gerade gedreht hat. Auf der 23 haben wir Butzer, auf der 24 Sashi und auf der 25, nein, aber wo ist er? Er ist gar nicht mehr dabei. Er hat hier einen Disconnect, habe ich das Gefühl. Frenzenfan. Steht auf der Strecke und rührt ja. sich nicht. Schade, erster Ausfall und das Rennen hat noch nicht mal angefangen. Gut, dass wir gleich wieder zwei Läufe sehen. So, das Feld sortiert sich jetzt hier ein. Auf der Startgrid. Tobi, ich würde jetzt eigentlich eine Wette eingehen, dass Degen nach der ersten Kurve führt. Weil der ist ja der Blitzstarter hier unter den Fahrern und ja, ich bin da relativ guter Dinge. Ja, die erste Kurve ist eine langgezogene Kurve, die kann es durchaus in sich haben, denn da passen maximal zwei Autos nebeneinander. Und das nutzen vielleicht aber auch einige aus, dass es da möglich ist. So, jetzt warten wir, bis es losgeht mit der Startsequenz. Das heißt, ich werde gleich wieder ins Cockpit geswitcht. Jetzt kommt hinten noch Dennecke angefahren, der gerade irgendwie den Dreher hatte. Vielleicht war da irgendwas mit Frenzenfan. Ja. So, er sortiert sich ein. Und jetzt geht die Ampel an. Die Ampel geht auf Rot. Und Start hier zum ersten Rennen in Brünn. Und wie du es prophezeit hast, super Start von Degen und ein sehr, sehr schlechter Start von Matt. Ja, und direkt hinter Degen gleich zwei sehr Sieger, nicht MacDa und Scooter One, der kommt auch gut weg. Und dann Ski und Jörg auch Vogel kriegt da einen ab, gerät da ins Schleudern und fällt weiter zurück. Aber was für ein sensationeller Start hier von Degen. Ja, die BMWs oder die Strecke prädestiniert für BMWs, aber auch natürlich ein stehender Start kommt den heckgetriebenen Fahrzeugen hier einfach entgegen. Wir sehen Alexander Molche auch mit einem super Start. Müsste schon irgendwie auf der 5. Position sich befinden, tatsächlich. Direkt hinter Shea und startet jetzt hier den ersten Angriffsversuch auf Shea. Ja, und für Matt, was für ein schlechter Start. Ja, fällt zurück bis auf die 6. Position, muss sich jetzt wieder nach vorne kämpfen, während es wenn 80 im Volo, was sich auf der 8 Zeit gemacht hat. Wer ist das auf der 10? Zeigt sich gerade kein Name. Jörg Vogel. Ja, ist ziemlich weit zurückgefallen hier. Sehr gutes Quali-Ergebnis für Jörg Vogel. Und dann ja, hat es leider nicht gereicht. Gerade auch eine Rangelei gehabt. Da gab es eine Kollision. Da geriet er in Schlingern und ist jetzt demnach etwas weiter zurückgefallen. So, vorne macht Max Saar ernst und greift Degen an. Kampf um die erste Position. Scooter One schon auf der 3. Position. Ja, während dahinter Alexander Molche sich jetzt gegen Matt erwehren muss. Das ist der Kampf um die 5. Position. Oh, und er versucht das. Und da geht nein. Matt nicht vorbei. Schöner Konter von Alexander Molche. Also sie bleiben dabei. Wobei mir Alexander Molche, muss ich dir mal ganz ehrlich sagen, Tobi, da ist, der ist mir suspekt, der freiwillig mit dem Auto von Augusto Fast zu werden. Ne? Also So, Peter Grau, Angriff auf Foxfire sehen wir hier im Hintergrund. Und Hatzifazi dreht Peter Grau um. Oh, wow, 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 wow. Die beiden kennen sich. Das sind normalerweise Teamkollegen beim 24-Stunden-Rennen gewesen. Ah, was war da los? Das schauen wir uns jetzt im Replay an. Also hier haben wir Peter Grau. Und dann kommt da Dirk Hatzfeld mit Geschwindigkeitsüberschuss und dreht ihn da um. Und jetzt bleiben sie natürlich im Kiesbett stecken. Ah, Peter Grau kommt wieder raus. Aber Hatzifazi, also wenn er da rauskommt.
Ja, also da, oh je, 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 jetzt steht er da an der Mauer. Aber wir wenden uns anderen Dingen zu, denn Jörg Vogel kämpft sich nach vorne, geht gerade vorbei an Executioner. Und Matt hat sich die fünfte Position wieder ergattert, zurückgekämpft von Alexander Meuche, während wir gerade uns den Unfall angeschaut haben. Und jetzt kommt Alexander Meuche auch ein bisschen weit raus, aber er ist noch dran. Und dahinter Sven 80. Und Executioner drängelt sich hinten an Jörg Vogel vorbei. Ja, der jetzt aber mit dem Konter. Geben sich da gar nicht. Wieder Lackaustausch. Jetzt bin ich gespannt. Wer bleibt vorne? Executioner bleibt jetzt vorne. Aber intensiver Lackaustausch zwischen den beiden. Zwischen den beiden. Seat. Seat Leon. Mein Gott. Ja. Doch, das wird. Wir schalten einfach mal durch. Vorne konnte. Ja, Degen kann sich vorne ein bisschen absetzen jetzt von Max Saar. Das sind jetzt 0,8 Sekunden. Scooter One, dann folgt von Shea und Matt. Auch die konnten ein bisschen Vorsprung gegenüber Alexander Meuche rausfahren. Dann ist Sven 80. Und dann die beiden Streithähne. Jetzt probiert mich hier Vogel schon wieder. Und wird da fair geblockt von Executioner, kommt da nicht vorbei, hat aber anscheinend die schnellere Pace. Ja, also er Andy macht einen kleinen schnelleren. Komplettiert dann. Oh, jetzt kommt Jörg Vogel weit raus. Andy, ja. Also Andy komplettiert dann die Seat Armada, nämlich 7 Seat der ersten 10 auf dem 10. Platz. Dann nach 2 Runden Foxfire führt ein Honda Trio an. Da folgen nämlich Emma der Helge und Mirko in diesem Microsoft im Kampf mit Luke grünen. Im Kampf mit Luke, jetzt habe ich ein schwarzes Bild auch. Nee, ah doch, jetzt habe ich wieder Bild. Ja, im Chevrolet, dann kommt nicht ein Chevrolet Trio, Luke, Pace Car und DRM, dann Sashi im Honda. Der versucht es jetzt gegen DRM, schafft es aber nicht. Oh, Stefan Dennecke, alias Kiefe, muss sich Lothar erwehren. Lothar hatte wohl einen Startunfall, das ist mir aufgefallen. Er hatte verdammt viel Rückstand. Ja, von Position 11 ins Rennen gegangen. Ja, da war es nicht mal 24 Stunden letzter. Und hier jetzt wieder durch das Feld kämpft. Lothar auf der 19, er sagt Lothar auf der 20. Oh, und Kiefe, 21 Cent. Kommt zu weit raus, beliebte Stelle, um da weit rauszukommen, und Lothar zieht da jetzt vorbei. Ja, dann sehen wir Butze, Sven und Peter Gau, wie du sagst, ist auch schon ziemlich weit zurückgefallen. 22. auf der 23 Jones, auf der 24 Dirk Hatzfeld, ja, und der 25. ist ja nicht mehr dabei. Frenzen fängt gerade schon in der Warm-Up-Runde vom Server geflogen. Oh, wir haben gerade gesehen, also beim Lastwechsel jetzt in den Kurven, der BMW da gerade ein bisschen weggedriftet. Man muss natürlich beachten, Degen kontinuierlich vorne hat natürlich Strafgewicht, Strafkilos. Und dass er da jetzt vorne mitfährt, zeigt, dass er wirklich zu den schnelleren hier gehört. So, Scooter One, Matt mit Angriff auf Scooter One. Dann haben wir Alexander Meuche, Executioner, Sven 80, der hat Jörg Vogel hinter sich. Andy, Foxfire, Emma der Helge, Luke und Mirko. Luke vorbeigegangen an Mirko, Pacecar, dann DRM. Der hat Lothar und Sashi hinter sich, also ein Dreikampf hier, wir gucken mal. Und jetzt sind sie zu dritt nebeneinander auf der Startziel und da geht einmal Lothar vorbei. Und für Sashi reicht es nicht, aber DRM jetzt in der Kurve am besten durchgekommen und schnappt sich wieder die zwei Plätze, die er gerade auf der Startziel verloren hat. Sehr schönes Manöver. Jetzt der Angriff von Sashi auf DRM. Honda gegen Chevy, da gibt es die Kollision. Aber DRM kann gerade den Wagen noch so abfangen und Lothar zieht vorbei. Ja, es gibt dahinter eine Kollision zwischen Sashi und Stefan Dehnicke, alias Kiepe. Der wollte nämlich vorbei und dann gab es den Rempler, jetzt die Lichthupe von Sashi. Ja, und die Lichthupe von Dehnicke danach. Also, ja, die schenken sich nicht. Ja, hier wird hart gefightet.
Ja, und er sagte, Stefan Dänecke sagte, ja, er ist nicht ganz so schnell, aber der olympische Gedanke zählt. Er hat keine Saisonvorbereitung, nicht wirklich geübt hier, aber er meinte dann halt, der olympische Gedanke zählt und Hauptsache dabei. So, ja, wir schauen, dafür hätte sich gar nicht mal so schlecht. Wir schauen, was vorne geht. Also ja, Degen kann sich absetzen und Max Saar kommt dran. Und dahinter haben wir eine spannende Dreiergruppe. Scooter One, Shee und Matt. Ja, während Max Saar sogar die schnellste Runde gefahren ist in der letzten Runde. 206.068. Er damit die schnellste, vor allen Dingen von ganz vorne. Ja, Shee macht Druck auf Scooter One. Scooter One hat da den Anschluss verloren an den an das Führungsduo. Und ja, aber jetzt die drei dahinter. Ja, wobei man aber auch sagen muss, dass zumindest Scooter One und Shee sind genau gleich schwer. Beide mit 28,5 am letzten Wochenende. Die sind gleich schwer. Und wer ist jetzt dahinter? Das müsste Matt sein. Der komplett, ja, der ist mit 10 Kilo Strafgewicht unterwegs. Alexander Meucher auf der 6 zurückgefallen, ja? Christian? Übrigens, Tobi, du bist berichtigt worden. Du hast vorhin gesagt, der 3er BMW ist der E92. Ist der E90. Von Sven Heine, der heute... Es ist der E90, ja, der ja, E90. Ja, ja. Ja. Hallo, Tobi, das muss gesagt werden, weil wenn du mal wieder Fehler machst. Ja, das war deswegen, weil demnächst die neue BMW M3-Meisterschaft mit dem E92 bevorsteht. Deswegen vielleicht als Ausrede. Ausreden sind wie Arschlöcher. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so deutlich sage. Ne? Jeder hat einen. Ja, und Max Saar, der macht jetzt richtig Druck da auf Degen. Also Degen muss da sein ganzes Können aufbieten, wenn er hier vorne sein will, in dieser Bergpassage. Hier auf dem Masarykring in Brünn. Ja, aber für Degen ist das besonders wichtig, vor allen Dingen, wenn jetzt vielleicht gleich Shee an Scooter One vorbeigeht. Jetzt gibt es aber erstmal die Berührung zwischen Shee und Matt, denn Matt macht da auch Druck. Kleiner Fahrfehler vielleicht von Shee, dass Matt da jetzt rangekommen ist. Also es wäre wichtig für Degen, wenn jetzt hier Shee noch an Scooter One vorbeigeht oder irgendjemand anders und er möglichst vorne bleibt. Denn das ist sehr wichtig. Sonst haben wir wieder eine Putt-Situation wie in den letzten Rennen vielleicht. Mal gewinnt er... Und Scooter One wird Zweiter oder mal gewinnt Scooter One und Degen ist Zweiter. Bringt beiden nicht viel, doch Scooter One bringt es was, er bleibt nämlich vorne. Ja, richtig, wenn das jetzt so bleibt, ja, wo wir jetzt gerade mal Halbzeit des Rennens haben, dann ist Scooter One noch einen Punkt, genau einen Punkt vor Degen. Aber was ich finde, es ist ein sehr schönes Rennen, also die Strecke ist eigentlich wirklich WTCC geeignet. Es ist nicht so wie in Brands Hatch, als wir viele Kollisionen gesehen haben, viele Rempler. Es war eine sehr schwierige Strecke und hier, ich will nicht behaupten, dass Brünn leichter ist, aber viel schöner anzusehen. Ich bin die Strecke auch selber gefahren, es macht viel mehr Spaß hier zu fahren und wir sehen, was auf einem gleichen Level die Fahrer wieder sind, denn wir haben hier packende Zweikämpfe oder einfach mal man kommt hier nicht vorbei, man muss sich einfach mal eine Lücke aussuchen oder warten, bis der Gegner einen Fehler macht. So wie Matt, der sich jetzt hier die Zähne an Shee ausbeißt und da einfach nicht vorbeikommt. Jetzt ist er in einer guten Position. Oh, knappe Kiste. Aber Shee bleibt da vorne. Da haben jetzt beide auch mitgespielt. Shee hätte jetzt einfach so reinziehen können und dann hätte es geknallt. Also ein sehr faires Duell hier um die vierte Position, während Scooter One sich dadurch natürlich absetzen kann auf der dritten Position, hat jetzt 1,4 Sekunden Vorsprung auf Shee und auf Matt. Ja, und während du so gut erzählt hast, habe ich mal die Ergebnisliste durchforstet und mir ist mal aufgefallen, dass Sven nicht mehr dabei ist im Honda UK. Für den ist das Rennen schon in der dritten Runde beendet gewesen. Das ist irgendwie ist es uns durch die Lappen gegangen. Ja, er ist er wahrscheinlich aber schon runter vom Server. Ich habe ihn nicht gesehen in der Box.
Doch, der ist in der Box, steht da. In der Box steht er, ja. Aber er ist auch nicht runter vom Server. Okay. Ja, und vorne, Max macht weiter Druck auf Degen und von hinten naht ja, dieses komische weiß-orange Auto, ja, was sich Scooter One schimpft. Jetzt probiert es Max, der probiert es irgendwie immer außen und kommt außen nicht vorbei. Vor allen Dingen in dieser Kurvenkombination ist es sehr schwer. Wir haben hier schon einige Konter gerade gesehen. Fahren jetzt mal mit aus der Heckperspektive von Degen und sehen, dass sich Max da zumindest etwas wieder daneben setzt. Aber Degen, der kämpft. Also Degen, er muss mit jetzt einem hier schon. Verbremser. Ja. Eieiei. Aber das, und da sehen wir da hinten das orange-weiße Ungeheuer. In der großen Schritten. Aus. Ja, da kommt da in großen Schritten näher. Im letzten Sektor 0,4 Sekunden gut gemacht. Ja, Scooter One, der Teamkollege vom Examen. Man sieht es ja auch an der Lackierung. Man kann es ja erahnen. Auch noch kann sich Degen vorne halten. Jetzt aber schon wieder Maxa. Sehr spät auf der Bremse. Ja, jetzt verbremst er sich leicht. Das bringt Scooter One aber nichts in diesem Fall. Aber Degen hat jetzt erstmal wieder ein bisschen Luft. Ja, an den entscheidenden Stellen ist Degen einfach schneller. Und Maxa kommt nicht vorbei. Wobei man das Gefühl hat, dass Maxa hier doch schneller fahren könnte als Degen. Aber es reicht einfach nicht. Weil, wie gesagt, an den entscheidenden Ecken ist Degen ein Ticken schneller. Und dann sehen wir jetzt hier Shea und Matt. Da hat sich das auch erledigt. Dann eine große Lücke. Dann kommt erst Alexander Meucher. Und dann das nächste Pärchen, Executioner und Jörg Vogel. Jörg Vogel hat sich wieder ein bisschen nach vorne gekämpft. Schadensbegrenzung hier für Jörg Vogel. Er ist immerhin noch dran an Executioner. Jörg Vogel auf der 8. Dann haben wir Sven. Ja, und Mac da mit dem nächsten Angriffsversuch gegen Degen. Ja, wieder die gleiche Stelle. Und mal wieder probiert, wieder die gleiche Stelle außen und er lernt es einfach nicht. Jetzt sitzt er innen. Nein, das wird ja, wieder nicht reichen. Jetzt hat Degen natürlich die wesentlich bessere Linie. Nee, also ich weiß es nicht. Aber Scooter One, der kommt immer näher dran durch dieses Duell. Die beiden behindern sich hier gegenseitig. Degen muss immer in den Rückspiegel gucken und Max Saar muss da irgendwie einen Weg vorbeisuchen. Und Scooter One, wie gesagt, in Riesenschritten kommt er da näher. Der ist gleich dran am Heck von Max Saar an seinem Teamkollegen. Da muss er natürlich gucken, ob es da eine Teamorder gibt. Keine Ahnung. Drei Runden hat er jetzt noch Zeit, da irgendwas zu arrangieren. Und ja, Shea und Matt haben da keine Chance. Kommen da nicht, können die Pace nicht mitgehen, die drei vorne fahren. Was zeigt, also dass die drei hier, Degen, Maxa und Scooter One, zu Recht immer vorne in der Meisterschaft stehen. Ihre dritte Saison schon und einfach Wahnsinn. Also ich finde die WTCC einfach super. Das ist das Beste, was hier BOS machen konnte. Die WTCC zu fahren. Dritte Saison und der Erfolg spricht ja für sich. So viele Fahrer, das Zuschauerinteresse ist groß und die Kämpfe sind einfach viel packender, als wenn wir jetzt zum Beispiel mit DTM-Wagen fahren würden oder mit GT-Autos. Ja, hier die letzte Abstandsmessung. Degen gegenüber Max Saar 0,3 Sekunden, gegenüber Scooter One 0,8, also die geben da alles und dann die Lücke von knapp 1,7 Sekunden zwischen Scooter One und Shea. Ja gut, ein Fahrfehler, dann ist die Sache auch durch. Natürlich. Aber so, probiert es. Die letzten beiden Runden stehen an. Max da wieder im Windschatten des BMW, aber es reicht einfach nicht. Und da erkennt man den Vorteil des BMW. Der BMW ist auf den langen Geraden einfach das schnellere Fahrzeug. Und da kann der Seat nicht mithalten. Man sieht es in den relativen schnellen Kurvenkombinationen. Da ist der Seat deutlich schneller, aber auf den Geraden, dort wo es drauf ankommt, sich ranzusaugen, die sind lang genug, dass der BMW seine volle Power ausspielen kann. Schön, ja klar, das kann er schön machen in den Kurven. Da blockiert er einfach mal so ein bisschen die Ideallinie. Natürlich fair alles. Also ich konnte jetzt hier kein Manöver erkennen, was unfair ist.
Er blockiert einfach so ein bisschen, dass Maxar da keinen Weg dran vorbeifindet. Er muss da sich jetzt irgendwie eine Linie vorbeisuchen an Degen. Aber das passiert nicht. Also dafür ist Degen einfach zu erfahren. Jetzt haben wir noch zwei Runden, beziehungsweise eineinhalb. Ich bin mal gespannt, ob Scooter One da noch was machen kann. Schön ist es auf jeden Fall. Also, wenn es Team Order geben würde, dann würde Scooter One jetzt noch an Maxar vorbeigehen. Und das tut er auch in diesem Moment. Ich spreche gerade von Team Order und Maxar lässt Scooter One vorbei. Das ist okay, das gibt es in der realen WTCC auch. Und somit ist Degen eigentlich im Zugzwang gleich im nächsten Rennen, im zweiten Rennen, hier auch den zweiten Platz einzufahren, weil sonst hat Scooter One wieder einen Punkte plus nach diesem Wochenende. Jetzt kann sich Degen aber was absetzen. Ja. Abstand circa eine Sekunde zu Scooter One. Ja, der Witt und dahinter Maxar, aber ich glaube, da wird nicht mehr viel passieren zwischen den beiden. Dann Shee, der konnte ein bisschen rankommen. Dann Matt, Alexander Meuche. Und Angriff, Meuche. Jörg Vogel auf Executioner. Nein, das passt nicht. Da hat er sich zumindest mal daneben noch nicht gesetzt, aber eine andere Linienwahl hatte er da. Dann Sven 80, fährt er einsam und verlassen auf der 9. Position. Und dann haben wir Foxfire und Andy. Und dann Riesenlücke, dann kommt erst Luke. Der fährt da auch einsam und verlassen in seinem Chevrolet Lassetti. Ja, was mir gerade auffällt, ich habe mal so über die Rundenzeiten geguckt, auch über die letzten 2-3 Runden. Die Reifen bauen mächtig ab. Ja. No Angriff, Jörg Vogel auf Executioner, aber das langt wieder nicht. Hier sehen wir schön, ich weiß nicht, ob man das im Stream sehen konnte, der Hinterreifen in dieser Linkskurve, der hintere linke Reifen stand in der Luft. Ja, und Emma der Helge an der Box, der fällt damit deutlich zurück, war vorhin 15. jetzt nur noch auf Position 21. Ärgerlich, dass sowas passiert, dass er dafür an die Box muss. Und Peter Grau im Duell mit Butze. Aber wir gucken trotzdem kurz, vorne fährt Degen dem Sieg entgegen. Jetzt gucken wir mal hier, wo wir das Duell haben. Das ist das Duell um die 18. Position. Butze gegen Peter Grau. Der hat sich wieder dran gekämpft. Da gab es gerade eine leichte Berührung. Und Peter Grau sucht den Weg vorbei. Er kämpft natürlich. Also ist natürlich sauer, dass gerade ausgerechnet Hatzifatzi ihn da weggeschoben hat. Aber ist dran, kämpft weiter, hat nicht aufgegeben und sucht jetzt seinen Weg an Butze vorbei am anderen BMW-Fahrer. Und er ist da eindeutig schneller, aber kommt einfach nicht vorbei. Dann haben wir Sashi, Emma der Helge, ja, und Hatzifatzi sowie Jones. Hatzifatzi noch an Jones vorbeigegangen. So, und wir begleiten natürlich jetzt hier Degen auf den letzten Metern und er gewinnt hier das erste Rennen in Brünn. Zweiter wird Scooter One, dritter Matt, dann vierter Shee, fünfter Maxar wird dritter, vierter Shee, fünfter Matt, sechster Alexander Meuche, siebter Executioner, ganz knapp vor Jörg Vogel auf der 8. Position, Sven 80 auf der 9 und auf der 10 haben wir Foxfire im Honda, der die Top 10 hier schön bunt hält und komplettiert. Auf der 11 Andy und auf der 12 Pacecar ganz knapp vor Lothar. Der holt sich die 13. Position. Dann gibt es hier noch einen Kampf der beiden Chevys. Mirko gegen DRM. Und das ist auch noch eine ganz knappe Kiste. Und Mirko wird 14. DRM 15. 16. wird Dennecke. Und das ist ein sehr gutes Ergebnis, finde ich. Dafür, dass er überhaupt nicht geübt hat. 17. wird Luck. 18. Schauen wir mal, Butze vor Peter Grau, der auf der 19 ist. Auf der 20 Emma der Helge. Auf der 21 Sashi, steht da rum, was ist da passiert? Sprit ausgegangen wahrscheinlich. Und auf der 22 Jones und 23 Hatzifatzi. Ja. Und auf der, die sind wahrscheinlich schon über Startziel, ich weiß es nicht. Und Sven mit Ausfall. Ja, ein sehr, sehr spannendes erstes Rennen und Christian, du wirst mir zustimmen, wenn ich sage, das zweite Rennen ist natürlich immer noch mal ein bisschen spektakulärer.
Das auf jeden Fall. Wenn ich da an die letzte Saison denke, diese Saison kann ich nicht so viel dazu sagen, aber wenn ich an die letzte Saison denke, dann dürfen wir uns nochmal auf gut 25 Minuten Rennsport pur gefasst machen. Und dann sehen wir einfach mal im zweiten Rennen weiter. Genau, wir sehen weiter. Ich würde sagen, ja, wir machen eine kleine Pause. So sieht's aus. Gibt noch ein paar kleine Videos, die wir euch schicken werden oder die ihr euch jetzt angucken könnt. Und dann sehen wir uns in wenigen Minuten wieder.